Unsere Erde besteht aus verschiedenen Schichten. Die Erdkruste stellt die äußere Schale dar und ist ca. 40 Kilometer dick. Darunter befindet sich der Erdmantel, eine Schicht aus zäh fließendem Gestein. Bis zu einer Tiefe von 120 Kilometern bezeichnet man den Bereich der Erdkruste und des oberen Mantels als Lithosphäre. In einer Tiefe von 3000 Kilometern schließt sich der sogenannte äußere flüssige Kern mit Temperaturen zwischen 3000 und 5000 Grad Celsius an. Bei ca. 5100 Kilometern Tiefe beginnt dann der innere Erdkern. Durch den hohen Druck von 3,5 Millionen Bar und einer Temperatur von 5000 Grad Celsius bilden Nickel und Eisen eine feste Metallkugel, die rotiert. Die EVSE, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Schwerin, plant im Stadtteil Lankow den Bau einer Geothermieanlage. Da sich der Standort dieser Anlage in unmittelbarer Nähe zum Heizkraftwerk befindet, können hier technische Synergien genutzt werden. Wenn alle geologischen, planerischen und rechtlichen Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann die Einrichtung des Bohrplatzes erfolgen. Auf diesem Bohrplatz wird in einer geschlossenen Wanne der Bohrturm einschließlich der Nebenanlagen aufgestellt. Diese Wanne ist erforderlich, um eventuell austretende Bohremulsionen auffangen zu können. Nun beginnt der eigentliche Bohrprozess. Hierbei wird mit einem Bohrmeißel, der an einem Bohrgestänge befestigt ist, das zu durchquerende Erdreich aufgebrochen und dabei unterschiedliche Erdschichten durchstoßen. Stufenweise werden ca. 27 Meter lange Stahlrohre in das Bohrloch eingebracht und der Hohlraum zwischen Stahlrohr und Erdreich mit Zement abgedichtet. Wichtigstes Element ist dabei der sehr kostenintensive, weil diamantbesetzte Bohrmeißel. Je nach Bohrtiefe kommen unterschiedliche Bohrmeißel zum Einsatz. Nacheinander werden zwei Bohrungen durchgeführt. Eine Förderbohrung am Kraftwerk Lankow und eine Injektionsbohrung am Sportplatz Lankow in der Ratzeburger Straße. Beides zusammen wird Dublette genannt. Durch die Förderbohrung gelangt die Sohle mit einer Temperatur von ca. 50 Grad Celsius nach oben. Beide Bohrungen enden in einer Tiefe von ca. 1200 Metern. Der seitliche Abstand zwischen beiden Bohrungen beträgt ebenfalls 1200 Meter. Die in diesem Bereich vorhandenen Erdschichten entstanden vor etwa 200 bis 250 Millionen Jahren im Zeitalter der Trias, in der es die ersten Dinosaurier gab. Die geförderte Sohle befindet sich konkret in der Postera-Schicht, die aus Buntsandstein besteht. Nachdem die Sohle ihr energetisches Potenzial über Wärmetauscher abgegeben hat, wird sie über eine ca. 900 Meter lange erdverlegte Leitung über die Injektionsbohrung zurück in die gleiche Erdschicht gebracht, aus der sie entnommen wurde. Über ein Filtersystem, das sogenannte Gravel Pack, wird die Sohle in flüssiger Form entnommen bzw. zurückgeführt. Das Gravel Pack ist in etwa 40 Meter hoch, hat einen Durchmesser von ca. 50 cm und besteht aus einem Kiesbettfilter und einem Wickeldrahtfilter. Durch den natürlichen Erddruck wird die Sohle bis zu einer Höhe von etwa 450 Metern befördert. Ab diesem Bereich übernimmt eine Förderpumpe den weiteren Transport der Sohle nach oben. Die Förderpumpe ist ungefähr 7 Meter lang und hat eine Förderleistung von ca. 150 Kubikmetern pro Stunde. An den oberen Enden der beiden Bohrungen befindet sich jeweils eine Brunnenstube mit einem Bohrkeller. Mit dem sogenannten BOP, dem Blowout Preventer, einem Sicherheitssystem, werden die Bohrungen abgedichtet. Im Geothermiegebäude erfolgt die erste Stufe der Temperaturanhebung. Das bedeutet, dass die Sohle ein weiteres Filtersystem durchläuft und dabei seine thermische Energie über Wärmetauscher an den Wärmepumpenkreislauf abgibt. Über Wärmepumpen wird die thermische Energie aus der Sohle in den Rücklauf des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Schwerin eingespeist. Im Rücklauf des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Schwerin herrschen noch Temperaturen von etwa 50 bis 55 Grad Celsius.
Dieses Temperaturniveau wird durch den Einsatz der Geothermie auf ca. 70 Grad Celsius angehoben. Im Heizkraftwerk Lankow wird die Temperatur in einer zweiten Stufe je nach Bedarf und Jahreszeit auf die benötigte Vorlauftemperatur von 80 bis 130 Grad Celsius angehoben. Der Einsatz der Geothermie führt in den Heizkraftwerken der Stadtwerke Schwerin zu einer Reduzierung des Brennstoffeinsatzes sowie einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Außerdem stellt die Nutzung der Geothermie eine teilweise Entkopplung vom Gasmarkt dar. Das bedeutet Unabhängigkeit von Gasimporten sowie von volatilen Gasmärkten. Dieses Geothermie-Vorhaben ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur angestrebten CO2-Neutralität der Landeshauptstadt Schwerin bis zum Jahr 2050. Schwerin verfügt über ein gut ausgebautes Fernwärmenetz. Deshalb ist die Nutzung der Erdwärme ein konsequenter Schritt in Richtung nachhaltiger und klimafreundlicher Energiegewinnung.